mit einem Steinbeil, sehr klein Reh, ich etwas Kinnspann. Leucht. Jetzt befülle ich den Hohlkern im Baumstamm mit etwas Birkenrinde und zerkleinertem Kinnspann. Birkenrinde und Kinnspann dienen als Feuerstarter und Brandbeschleuniger. Der Baumstamm bildet später den Innenraum meines Brennofens. Jetzt wird Feuer gebohrt, nur mit Material, das es schon in prähistorischer Zeit gab. Kein Metallmesser, keine Kunststoffschnur, Paracord oder Nylon. Das Bohrbrett ist aus Fichte, die Bohrspindel aus Espe. Bogensehne ist Tierhaar, Schafwolle. Handstück ist Stein. Die Vorbohrung. Die Kerbe schnitze ich mit einem Steinmesser. Zum Auffangen der Bohrglut lege ich Drammer vom Zunderschwamm unter. Das eigentliche Feuerbohren. Mit dem Fuß habe ich eine dritte Hand. Thank you.
die Bohrkohle glüht. Als Zunder verwende ich trockenes Schilfgras, Rockholbensamen und etwas Zunderschwamm. Blut ins Zunnernest geben und zum Feuer blasen. Der Holzkern wird nun ähnlich wie beim Schwedenfeuer ausgebrannt. Der Lehmhobo wurde um einen Baumstumpf geformt, hergestellt aus einer Mischung aus Lehm mit hohem Tonanteil, Stroh vom Borstgras und etwas Holzasche. Danach ca. 3 Wochen bei Raumtemperatur getrocknet. Am oberen und unteren Rand habe ich 3 Steine eingebaut. Sie dienen als Abstandshalter, unten für die Luftzufuhr, oben als Auflage für Herdplatte oder ähnliches. Yeah.
Klebe eine Flintsteinspitze mit Birkenpech an einem Pfeil. Zugegeben, das hier ist jetzt nicht Steinzeit.